Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir gucken nochmal in Accident rein. Das letzte Mal haben wir, ich glaube, einen Unfall in Italien uns angeschaut. Der nächste Unfall ist in Russland. Und da schauen wir auch direkt rein. Mal schauen, was uns erwartet. Die Brille wird aufgezogen. Es wird natürlich mal wieder richtig schön simuliert. Ruhe den Krankenwagen so schnell wie möglich. Je früher sie ankommen, desto mehr Chancen haben die Opfer. Das ist eine sehr, sehr gute Info. Und was sehen wir auf diesem Bild hier? Ist das Auto in ein Haus reingefahren oder ist das Haus auf das Auto draufgefallen? Man weiß es nicht. So, wir sehen hier schon so ein paar, ich sag mal, Situationen. Wir haben, oh, Schnee. So, jetzt achte ich mal drauf, ob wir im Hintergrund oder ob uns irgendetwas entgegenkommt. So, nee, tatsächlich nicht. Ja, helfen wir jetzt nicht, oder was? Ah, doch. Ja, shit, ne? So. Okay. Das Auto ist aus. Das ist ja das Wichtige, ne? So, dann können wir jetzt mal eben die Notrufzentrale anrufen. Ach, das ist das Handy. Oh, ja, fahr doch alle weiter, ey. Ihr seid doch kacke. So, Erika. Wir brauchen dich. Wir haben keinen Empfang. Okay, das ist neu. Dann würde ich sagen, steigen wir mal aus. Wenn du anderen helfen möchtest, musst du in erster Linie auch an deine eigene Sicherheit denken. Das heißt, na gut, da hinten haben wir ein Problem. Muss ich jetzt irgendwo hinrennen und gucken, wo wir Empfang haben? Nee. Versuch's hier nochmal. Immer noch nicht. Ja, ist ja gut, ich hab's bemerkt. Okay, also, Was mache ich jetzt? Oh, guck mal hier, so ein Schild. In 800 Metern haben wir, da kann ich jetzt schlecht jetzt hinrennen, oder? Das wäre ziemlich dumm, das ist ein Kilometer. Eigene Sicherheit, haben wir gesagt, ne? Ja, von wegen. Ach, hier, guck mal. Hier sehen wir jetzt nochmal das Gebäude, in das die andere Person reingefahren ist. Hey, ach nee, doch nicht. Ich dachte, wir hätten es empfangen. Kann ich springen? Nee, kann ich nicht. Ja, es sterben halt alle, ne? Ist jetzt kein Problem, oder? So, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal hier an unseren Kofferraum gehen. So, und da nehmen wir... Wo ist es denn? Da. Das Warndreieck. Wow, habe ich mir erschrocken. Meine Güte, das ist ein grünes Auto. Ich mag keine grünen Autos. So, das erste. Tada. Ja, danke, danke, dass du darauf achtest. Ich finde es super. Ich freue mich. So, Kofferraum zu, könnte kalt werden. Da kommen wir nicht an den Kofferraum dran, deswegen nehmen wir jetzt das nächste Auto einfach und gucken, ob wir da irgendwo eins von diesen lustigen Dreiecken entdecken. Übrigens, ja, ist da gut. Schon wieder grünes Auto, ich sag's dir. Die Grünen sind die Rotzigen. Dann auch noch so grell. Na ja, gut. Die ist verschlossen. Ach, das ist nicht euer. Ja, fucking ernst. Alter, der schläft doch nur. Guck mal, Smartphone. Aha, guck mal an. Erika, ich hab dich, ich bin das. Ja, obwohl es ein fremdes Telefon ist. Ich bin das. So. Ja. Im Moment werde ich ihn aber... Was? Schalten Sie jetzt den Motor. Warndreiecke. Ich werde jetzt hier ganz langsam einstecken. So. Ja, ja, ich bin total vorsichtig. Da kommen wir nicht dran, ne? Nee. So, wir haben eine St. Petersburg. 94 Kilometer. Und ist es grün? Nein, das ist gelb. Schade. Ich finde es auch ein bisschen dumm, dass man eigentlich nur, dass man nur ein Dreieck dabei hat. Der Vorteil wiederum ist, dass es so kalt ist. Das heißt, die Leute... Ja, mach ich. Bretter eingeklemmt. Immer eingeklemmt. Entfernen. Ist das jetzt so ein... Nicht euer Ernst. Entfernen, entfernen. Entfernen. Ja, wenn ich magische Kräfte habe, dann könnte ich auch einfach anders helfen, oder? Ist immer noch eingeklemmt.
Warte mal hier. Das ist alles eingeklemmt. Aha. Heißt das, ich kann das erst später liften? Hallo. Hey. So, wir haben jetzt beide Autos abgeschaltet. Den Zustand aller Opfer und nennen sie uns ihren genauen Standort. So, da haben wir wieder das Ding mit dem Auto. Da muss gleich wieder zurück. Also, Igor, wie geht's dir denn? Hallo. So, ich muss ja gedrückt halten, ne? So. Sicherheitsgurt lösen. Das würde ich doch nie machen. Dann kippt er doch nach vorne. Aber gut. Ja, klasse. Er atmet. Ja, aber was mache ich denn jetzt hier? Muss ich das dann? Nee. Was kann ich denn hier alles wegnehmen? Nichts kann ich da wegnehmen. Wahrscheinlich ist das einfach jetzt zu viel. Was ist das da? Nee, ist auch eingeklemmt. Und da kommen wir auch nicht dran. Kommen wir auch nicht dran. Versperrt durch ein Fenster. Ja, toll, wir hätten das Fenster in das Auto gebaut. Na gut, wir gehen erstmal weiter. Wir können jetzt erstmal gucken, dass wir den Standort übermitteln. So, die eine Person hat gerade an Lebensenergie verloren. Das habe ich auch schon registriert. So. Vermeide GPS-Koordinaten. Was soll ich denn sonst sagen? Soll ich sagen, ich bin auf einer Straße oder was? So, jetzt gehen wir mal weiter. Was haben wir denn? Prüfe den Zustand aller Unfallopfer. Aber ich komme da doch nicht rein. Doch, ich komme. Nee, komme ich doch? Nee. Wie komme ich denn jetzt dahin? Durch die Seitentür? Nee, wie heißt das? Durch die Hintertür? Die ist versperrt. Ah. Ich kann das Fenster. Deswegen sagt er auch gerade, durch das Fenster versperrt. Ah ja, ist klar. Mhm. So. Okay, sie lebt auch noch. Ist ja schon mal ein Anfang. So. Vielen Dank, ich werde diese Informationen weiterleiten. So, jetzt gucken wir weiter. Da hinten, das ist ein bisschen anstrengend, dass wir die ganze Zeit hin und her fahren müssen, rennen müssen. So, wann kommt das nächste grüne Auto? So, was ist denn jetzt mit dir? Da hätte ich ja direkt irgendwie seinen Dings prüfen können, ne? So, hallo. Einmal lösen, dann einmal hören. Da ist aber die Atmung schon so ein bisschen schwächer, kann das sein? So, schütze die Unfallopfer vor der Kälte. Ui. Die ist immer noch verschlossen. Ich hätte ganz gerne tatsächlich herausziehen. Kann ich das? Scheinbar. Wo ist er hin? Oh nein. Erste-Hilfe-Kasten, den habe ich. Ja, das wusste ich ja, dass das passt. So, das heißt, ich brauche jetzt so Heizdecken, richtig? Was ich ein bisschen komisch finde, ist, schütze die Unfallopfer vor der Kälte 0 von 4. Weißt du? Also dieses Gerenne immer, ne? Finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig. Könnt ihr mir mal helfen vielleicht einfach? Wäre das so eine Idee? Und der kriegt jetzt echt ein Problem. Die beiden erfrieren hier. So. Was denn für eine Wunde? Und jetzt? Tue ich jetzt bei mir ins Auto, oder? Ja, keine Ahnung. Ablegen. Ich renne doch mit dem jetzt nicht über die Straße. Bist du bekloppt? Aber scheinbar doch. Na gut, dann mache ich das. Was soll ich denn machen? Ich verstehe das nicht. Die sind gleich tot, die beiden. Ich finde das schwierig irgendwie. Aber ich gucke jetzt einfach mal aus Spaß. Weil das werde ich ja jetzt nicht mehr schaffen. Da können wir ja von ausgehen. Mal gucken, wo ich den jetzt hier hinpacken kann. Ey, ich habe hier... Oh, ich bin tot. Ja, unangenehm. Das kann man ja auch... das kann dann ja auch passieren. So, ich gehe mal eben kurz zurück.
bis hier. So, schütteln. Können wir das Ganze ja schon mal so wieder... Ja, ist doch gut. Das Ganze ja schon mal so ein bisschen schneller machen jetzt einfach. Okay. Jetzt können wir nämlich ja direkt hier... Hallo. Also wenn ihr mich gleich behindert mit eurem Telefon da, ne, ist, dann habe ich da gar keinen Bock drauf. So, Ma'am. Wie geht's dir? Du bist jetzt immer noch im Leben, ne? Das finde ich ja schon mal gar nicht schlecht. Wir brauchen eigentlich so lustige Heizdecken. So, aber wir kommen ja hier nicht durch. Oder kommen wir hier doch durch? Ne, der ist versperrt und das ist alles eingeklemmt. Aber wie kriege ich das weg? Das ist wahrscheinlich zu schwer. Ja gut. Nicht lange fackeln, also. Was haben wir denn hier noch? Das ist abgeschlossen. Ja, dann schließt es doch auf. Erste Hilfe, so. Den nehmen wir natürlich jetzt direkt mit, wir haben ja gelernt. Ich meine, klar, wir haben jetzt den nicht wirklich alles abgesperrt, aber das ist ja jetzt erstmal egal. So, hallo. Ja, steig ruhig langsam ein, der könnte ja aufwachen, ne? So, hallo, bist du da? Derek. Halt dich jetzt ab. Achtung, ich fasse dich jetzt an. Ja, dem geht's gar nicht so gut, muss ich sagen. So, was kann ich denn hier sonst noch machen? Nichts, ne? Ich kann nur aussteigen und das war's. Ich glaube, ich konnte mich ansteigen, kann das sein? Ah ne, das ist die Beifahrertür. Kriegen wir die irgendwie auf? Ist da irgendwas drin? Ne, hier ist auch nichts drin, was hilft, ne? Ne. Ja, den zieh ich doch jetzt nicht nochmal raus. Schon wieder so ein grünes Fahrzeug. So, was machen wir jetzt? Stell dir den genauen Standort fest. Genau, das machen wir als nächstes. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass die nicht erfrieren. Was soll ich denn machen? Die Autos anzünden oder... oder was? Ja gut, wir machen das als erstes. Komm. Das ist... die Beifahrertür ist übrigens... Ah, da kann ich ihn reinsetzen vielleicht. Ding, 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 ding. So, hast du jetzt? Dankeschön. So, schütze die Unfallopfer vor der Kälte. Aber wie? Kann ich ihn jetzt da reinsetzen? Versuchen Sie, dem Fahrer einen Verband auf den Kopf zu legen. Okay, jetzt wären sie alle stabil. Hast du dir mal die Lebensenergie da unten angeschaut? Und wegen diesen stabil. Und da ich den ganzen Scheiße hier alleine machen muss, finde ich auch nicht gut. So, den müssen wir scheinbar rausziehen. Und ihn hier in den Schnee legen. Na Gott sei Dank. So. Setzen Sie mal in Ihr Auto. Sie hat es eben scheinbar gesagt. Okay, dann habe ich eben einfach noch nicht aufgepasst tatsächlich. Obwohl es da wirklich in der Mitte riesig groß steht. Und ich... wenn wir mal ganz ehrlich sind. Der Mann ist mit voller Wucht scheinbar gegen den Baum gefahren. Klar, seitlich gestreift. Aber hey, ja. Bleibt dann mal schön weg. Da hinten kommt eins. Aber dem kann doch alles kaputt gefahren worden sein. Und ich nehme den jetzt hier einfach schön Huckepack und schmeiß den da ins Auto, oder was? Weil mir die eine, die Kollegin da in dem anderen Auto, die ist auch gleich durch. Der Fahrer von dem Auto ist ja relativ stabil. Guck mal, das wabert schon. So, und zumachen. 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 Und ich glaube, ich weiß auch warum. Weil das Fenster offen ist. Und die Tür. So. Guck mal. Jetzt sind sie vor der Kälte geschützt. Der Wahnsinn. Steigen sie jetzt in ihr eigenes Auto und warten sie auf Hilfe. Okay. Wenn ich in so einem Gebiet... Ich sag mal so, es wirkt leicht frisch. Es ist windig, es sind grüne Autos unterwegs. Und ich mache hier die Fahrertür auf von dem Ding und lasse dann richtig schön gut durchlüften. Das kann nicht gut gehen. So, jetzt erfriert er gleich. Zack, bumm, tot. Da ist aber auch nicht mehr viel Platz jetzt bei der Lebensenergie. Wie wird es? So. Auf Hilfe warten. Ah, da kommen sie jetzt.
Ich frage mich aber jetzt, irgendwie so einen Punktabzug bekomme dafür, dass ich nicht beide Dreiecke aufgestellt habe. Unfallursache. Ach, jetzt kommt die Geschichte. Ja gut, okay. Ordne die Ereignisse in der richtigen Reihenfolge. F. So, wir haben auf der Straße, haben wir Geröll. Guck mal, es ist abgesperrt. Keine Angst mehr vor grünen Bremsspuren. Haben wir gemacht. Was haben wir hier? Noch mehr Bremsspuren. Vadim verliert beim Spurwechsel die Kontrolle über sein Auto. Ah, ja. Was war das andere? Da habe ich jetzt nicht gelesen. So, hier ist dann irgendwas Schlimmes passiert. Vadim kollidiert mit Mishkins Auto. Bremsspuren. Ein Pickup dreht sich um und prallt gegen einen Baum. Das ist sehr sachlich. Beifahrertür schließen. Ja gut, mehr ist hier scheinbar nicht, ne? Und Polizeiwagen. So, wir haben jetzt 4 von 6. Das heißt, wahrscheinlich haben wir jetzt gleich hier noch irgendwo ein paar Spuren. Okay, das heißt, der da wollte überholen. Dann kamen die da, also die da hinten, ihm entgegen. Und er musste irgendwie Ramazamba machen. So, hier haben wir noch mehr. Hier noch Igor tritt auf die Bremse, wodurch alle 4 Räder blockiert werden. Ja. Okay, was könnte das jetzt noch für ein Hinweis hier sein? Weiß es nicht. Okay, es ist wirklich kein Hinweis. Okay, wo ist der letzte? Ah, da. Guck mal, ist doch ein Hinweis, oder? Genau, und kracht mit seinem Auto in einen Rastplatz. So, jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Rastplatz. Warum kann ich denn nicht hier? Da. Also, Rastplatz und tritt auf die Bremse. Das ist schon mal klar. Igor schafft es, das ins Schleudern geratene Auto zu kontrollieren und auf den Parkplatz zu fahren. Das müsste dann ja auch theoretisch das hier sein. Vadim verliert beim Spurwechsel die Kontrolle. Vadim kollidiert mit Mishkins Auto. Ein Pickup dreht sich. Also so, so und so. Das war schon richtig sortiert. Obwohl Igor noch an seinem Aufprall, die Sanitäter konnten auf dem Weg ins Krankenhaus wiederbeleben. So. Wie geht's der Frau? Während des Unfalls erlitt Lesia nur geringfügige Verletzungen. Leider verlief ihre Genesung aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters nicht so gut, aber sie kommt klar. Vadim hat eine Kopfverletzung. Oh, er hat eine durchbohrte Lunge, das habe ich nicht gesehen. Die Verletzungen konnten zwar im Krankenhaus behandelt und operiert werden, aber durch die lange Genesungszeit musste Vadim sein Geschäft schließen. Och nee, das ist jetzt blöd, aber sie leben alle. Okay, das sah wie irgendwie wie die Spawn-Szene von einem Endgegner aus, aber gut. Ja, wir haben die 3 gerettet. Fast sogar im ersten Versuch. Wenn wir ganz ehrlich sind, das war definitiv nicht der erste. Schon werden wir wieder hier angerufen. Ich will nicht immer angerufen werden, ich will hier in Ruhe arbeiten. Aber gut, wir gehen mal ran. So, Amy hat 2 Fälle vorbereitet, die du nun lösen musst. Vergiss nicht, dass du bei etwaigen Problemen jederzeit das Tutorial warst. Nee, das ist die neue. Wie läuft die Arbeit? Unsere unschätzbare Amy hat 3 weitere Fälle abgeschlossen. Das ist super. Da könnte man dann das nächste Mal reinschauen. Was haben wir denn hier? Komm, wir gucken schon mal rein. Einmal Provinz in Schweden. Das sieht nicht gut aus. Ach, nee. Und 4 Leute. Unfall bei den Klippen. Ja gut, bist du angeschnallt, ne? Kommst du klar. Dann haben wir ein Straßenrennen, natürlich bei Nacht. Also wir könnten entweder August, wie auch immer das ist, spielen oder Trinette oder Wilfred. Ich habe da schon so eine Tendenz, aber das sehen wir, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und tschüss.